Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir hier auf YouTube. Battlefield 3 wird gespielt, die Kampagne. Ja, ich hatte ja schon mal vor langer Zeit, Dings aufgenommen. Bad Company. Und auch mal ein Battlefield 3 Multiplayer Match. Und jetzt wird's Zeit, das habe ich schon lange versprochen, so ungefähr, ja, gut einen Monat, Battlefield 3 zu spielen. Die Kampagne, ja. In der ersten Folge, also in den ersten paar Folgen, wird das noch so ein bisschen Justierung. Mit Grafik. Ich spiele momentan eigentlich immer hoch. Ja, danke, dass du nochmal kommst. Und dem Sound. Aber ich bin da optimistisch, dass es am Anfang. Das ist jetzt irgendwie immer sehr leise, finde ich. Doch schon klappt. So, ja, jetzt hier Option. CD hier hoch. Mehr kriege ich nicht hin. Hier, das so. Muss eigentlich klappen. Hat jedenfalls mein Rechner. Bei manchen kriegt er eigentlich so ganz gut hin, aber sonst halt nicht. So, hier. Normal spielen wir. Dann gucken wir uns erstmal das Intro an. Ja, irgendeine dumme ja, ich trage zwei Primärwaffen, danke. Mission. Lädt. Ich finde es schön, dass du lädst. Ich habe die Kampagne vorher noch nicht gespielt. Ich kenne zwar die Kampagne, ich habe das schon vorher gesehen, aber ist schön, immer noch mal selber zu spielen. Jetzt bin ich still. Ganz still. Echt sagen, dieses Intro ist nichts für Epileptiker. Battlefield 3. Hallo! Wie geht's denn so? Ja klar, wir kommen hier reingeflogen und haben direkt 144 Schuss. Au, was ist da los? Hallo! Wo kommt das her? Ist das der Lautsprecher? Oh, Schrotflinte. Ach, die Schrotflinte. Hallo, Schotty. Du gefällst mir. Ich könnte echt die Grafikeinstellung bei so kleinen Levels höher schrauben. Was? Du? Hallo. Ciao. Ich mochte meinen Schotty. Ah ja, und der hat hier immer noch die MGs voll. Komm! Hallo! Achso, da! Ach Mann, so einfach musste man einen aber auch nicht machen. Los, spring! Ups. Au. War ich nicht. Ich bin hier nur ein Typ, der am Zug rumklettert. Niemand anderes. Oh, boah, man bewegt sich ja kaum. Was? Ah! Was? Noch? Ah, da. Oder? Wow! Achso, ich sollte mich ducken. Sag das doch einer. Es tut mir leid, ich habe halt diesen Battlefield-Blick. Nur das Ziel im Auge behalten. Ach, beweg dich doch! Ah, hab ich schon. Kannst mal nachladen, by the way. Den habe ich übersehen, oder? Ja. Danke. Ist das erbärmlich.
Vor allem für jemanden, der die ganze Zeit Multiplayer spielt. Darüber sieht man mal einen Typen. Oder nee, ich habe ihn einfach nur nicht getroffen, wenn nicht. Also, wir beide. Du, du, du. Hallo. Ja, also eigentlich, wie ihr seht, eigentlich finde ich das ganz gut hin. Das eben war jetzt nur echt scheiße. Ich wusste gar nicht, dass die KI so gut messert. Granaten habe ich keine, oder? Ich meine, in so einem Zug wäre es auch ziemlich scheiße. Oh. Was? Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Hallo. Autsch. Seht ihr allein? Ja. Verwirrung. Ja, wieso war ich überhaupt allein? Kann mir das bitte mal jemand sagen? Eine Granate, bla 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 bla. Ja, ich weiß. Aber ich meine, die Kampagne von Battlefield ist ja meistens eh eher so. Ja, also das ist Battlefield. Hier weißt du, wie es geht und jetzt spielen Multiplayer. Aber ich meine, wir haben es ihm verübeln. Trotzdem, die Kampagne ist bei Battlefield 3 ganz schön ansehnlich, finde ich. Ich muss sagen, die Stimmen sind extrem leise. Leider, wie ihr das gesehen habt, kann ich das nicht anders einstellen. Ich habe jetzt keine extra Regler für den Dialog. Was ich schon schade finde. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir Warten wissen Sie, wollen. Hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker. Irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Die Synchro geht doch für deutsche Synchronisation eigentlich in Ordnung, oder? Ich persönlich finde es scheißegal, aber... Damn. Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna tell him that. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Over. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Los, bewegt euch, Jungs. Ich schätze, wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! LAV.
Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Ich mache hier nur meine Arbeit. Ah, ich mag Surround Sound. Moment mal, ich möchte das nochmal kurz nachgucken, wirklich, ob das jetzt mit dem... Ja, hier gibt's nur Gesamt, aber... Eigentlich ist Gesamt gut, aber... Also, ich meine, der Sound reicht so, aber... Kann ich schneller laufen? Nope. Der Typ kann anscheinend so nicht sprinten. Hallo! Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Das ist neu für Amerika. 39 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert falls nötig Kasseberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Mal los. Los geht's, Jungs. Los, bewegt. Wir sind mächtig zu. Ja, danke, los. Wir müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Wir vom Schlimmsten aus. Warum bin ich der Langsamste? Kann Blackburn nicht laufen? Los. Stehen wir doch nicht im Weg rum. Ja, danke. Gerade die Nackenhaare hoch. Okay, ja, den Hund lasse ich mal am Leben, den hätte man auch umschießen können. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Sehr schönes Licht. Okay, ich muss... Wow. Ups. Ich muss sagen, Battlefields. Was das denn? Jemand soll dem Räumkommando sagen, es soll die Munitionslager weiter weghusten. Ein Erdbeben. Wir sind 90 km ziemlich große Querstraße. Viel freies Feld. Wir kommen erstmal zurück. Warte, bis er vorbei ist. Er ist weg. Okay. Also zwei drüber. Black. Du und Metkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst ausschließen, Black. Los! Es aufschließen? Ich bin vor euch, ihr Deppen! Bin da, by the way. So, rein. Und los. Ein einziger Zivilist. Mir gefällt das. Art. Scharfschütze! Treffer auf Granate! Und für einen ist der! Weg den! Los! Weg mit dir! Weg! Los! Du stirbst mir nicht weg! Vertragen die Gegner nichts, oder was? Alter! Oh. Gibt's hier über irgendeine gescheite Deckung? Ah! Augenscheinlich nicht. So, da einer. Der Typ lebt. Ja. Ah, ach. Das ist ja, wenn ich die ganze Zeit die Klappe halten würde, wenn die quatschen. Moment mal, das ist mir jetzt ein bisschen zu laut. Wenn ich die ganze Zeit die Klappe halten würde, wenn die quatschen, dann wäre das hier ein Gameplay. So zum Spiel und ich möchte jetzt bitte nicht sterben. Ja, genau, nachladen kann man ja mal. Achtung, da war irgendwo noch der Scharfschütze. Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut. Okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Wow! No! Genau da! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Fackelt alle das scheiß Gebäude ab! Black, zu mir! Ziele beim Gebäude! Natürlich genau immer dahin ballern, wo ich stehe, ne? Da vorn, da vorn! Ah! Au, 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 tut weh. Hallo, kannst du den noch bitte mal erschießen? Ja, Teambeschuss wird nicht toleriert. Werf mal eine Granate rein, genau. Ah, sehr schön. Und? Jawohl.
So, alle schön umfallen lassen, bitte. Danke. Die wird nicht treffen, oder? Wow, doch. Schön. Alter, das Ding hat ja gar keine Muni. Ja. Mir geht's gut, mir geht's gut. Der Sniper ist noch da. Was? Feuer einstellen. Schnell da rein, los. Ach ja, genau, wir haben ja noch unseren Verletzten. Ah, los. Hallo? Wir übernehmen. Gut. Hey, komm. Kannst du das spüren? Aber echt. Okay. Dann mal los. Ich kann doch nicht. Um jede Ecke. Ich kann doch nicht. Die Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Ich kann doch nicht jedes Mal die Klappe halten, wenn die quatschen. Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Dann würde ich doch. Komm. Einmal die Tür aufmachen. Augen offen halten. Ja, danke, KI. Schubst mich doch direkt dagegen. Schön auf den Arsch zielen, ne? Scheiße. Ups. Zu ungeschützt. Wir müssen von Deckung zu Deckung vorsetzen. Bleib nicht von den Fenstern stehen. Was? Achso. Ihr könnt auch nicht treffen, oder? Die sprachen kein Arabisch. Holt Al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert. Wow! Was? Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Was nennt ihr gesichert? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben. Ich habe jetzt auch eigentlich nicht vor, irgendwie meinen Kopf da rauszustecken. Hallo? Ich glaube, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los! Okay. Ja, los, lauf doch, du Idiot! Okay, unterwegs. Arsch. Okay, und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Kein Problem. An die Wand. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Was ist das denn? Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Wo ist er denn? Black, jetzt! Scheiße. Einfach weitergehen. Wo ist er denn? Ist er da oben, oder? Okay, da ist der Scharfschütze. Oh, andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Blatt. Arsch. Wie schnell kann der nachladen? Warum hat er sich überhaupt nicht wieder hingelegt? Ich hab Alt gedrückt. Alt, für mich, hinlegen. Ist das so schwer? Herrgott, ey. Los. Ja, danke. Und jetzt das Ganze nochmal. So, danke. Ihr seid super. Los. Los, ja. Fehl, der trifft mich jetzt hier. Ja, ich folge denen. Sehr schön. Von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn rauf. Und? Los! Okay, unterwegs! Und los! Wo ist er denn? Okay, unterwegs! Und los! Der... Ja, sorry, ich bin das nicht gewohnt. Ich werde das jetzt nicht rausschneiden. Tut mir leid. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob der wirklich die ganze Zeit auf mich guckt. Also nur auf den Spieler. Oder wirklich mal ein bisschen realistischer auch auf die anderen. Nein, er guckt nur auf den Spieler. Gesichert. Los, ja, wir hatten das alles schon mal. Danke, jetzt baller dich nicht schön im Ab. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist ja, komm. So. Los. Ja, im Laufen kann der einen nicht treffen. Aber sobald halt man irgendwie eine Sekunde den Kopf raussteckt, ja, hier, bam, Headshot. Los. Okay, unterwegs. Und los.
Ich war doch unten! Also das könnt ihr mir jetzt nicht sagen. Ach Gott, ey. Schneid das bald echt raus. Das empfinde ich als peinlich. Okay, ich habe um die... Ja, doch. Ja, würde ich die Grafikeinstellung jetzt eigentlich nicht schrauben. 40 Frames. Ja, danke. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Auf 40 Frames. We will see das nächste Mal, ne? Ne. Ach, schön, die Sonne. Ich glaube, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Ja, kommt. Ich warte nur darauf, dass ihr mir den markiert. Ja, und schiebt mich doch genau raus. Okay, wo der hinballert, ist geskriptet. Bevor ihr mich wieder nachher wegschubst, ey. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Wer quatscht denn überhaupt? Hast du gequatscht? Nee. Hast du gequatscht? Warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Hm, das interessiert ihn anscheinend nicht. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Ja, los, beweg dich doch. Jetzt mach ich's vernünftig. Black, jetzt! Was jetzt? Au, au. Nee, das ist nur komischer Rauch. Au. Das war knapp. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ja, los, schön. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Ah, gib mir diese Panzerfaust. Ach, du Idiot. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. 3, 2, 1. Feuer frei. Jetzt hab ich aber nichts falsch gemacht. Oder etwa doch.